Hallo zu diesem Video und ich möchte heute etwas vorstellen, worauf, denke ich, schon ganz viele Leute gewartet haben oder zumindest einmal gehofft haben. Es geht um eine Software namens VideoMotion Pro. VideoMotion Pro ist jetzt die Antwort für die Leute, die gerne Camtasia Studio verwenden würden, um Bildschirmpräsentationen zu machen, um Greenscreen-Videos zu machen, um eben diese Erklärvideos zu machen und selbst aufzuzeichnen, aber denen einfach Camtasia Studio zum Beispiel für Windows um 280 Euro zu teuer ist, ganz einfach. Da muss man schon viel damit machen, damit sich das rechnet oder so einen Knall haben, wie ich das habe mit dem Videomarketing. Das hat garantiert nicht jeder, aber sehr viele möchten hin und wieder mal Marketingvideos erstellen für den YouTube-Kanal und so weiter, wo man eben etwas erklärt, wo man das professionell machen kann oder vielleicht auch ein bisschen sich in Greenscreen versuchen. Und dafür gibt es jetzt eine absolut geniale Lösung zum Preis von einmal essen gehen mit Ihrem Partner. Das ist wirklich so und ich möchte jetzt diese Videoserie nutzen, beginnend mit diesem Video, diese geniale Software vorzustellen. Ich zeige Ihnen genau, was man damit alles machen kann mit dieser Software namens VideoMotion Pro. Und wir beginnen jetzt mal mit den Basics. Ich zeige Ihnen mal genau, wie das aussieht, wenn man da diese Software sich heruntergeladen hat. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch und ich garantiere, Sie werden begeistert. Jetzt einfach ab. Ja, herzlich willkommen zum ersten Tutorial hier von VideoMotion Pro und das soll jetzt mal ein Überblick sein über diese Software, was man alles machen kann, also die Grundfunktionen, das möchte ich hier vorstellen und dann werden wir uns auch hier noch ein bisschen mit der Timeline beschäftigen, wie man ein Video schneiden kann und was man hier noch so alles machen kann. Ich starte jetzt hier einfach mal gleich weg, ich werde auch versuchen, bei den gewissen Bereichen das Ganze mit Camtasia ein bisschen zu vergleichen. Eins muss ich sagen, ich habe diese Software jetzt am letzten Samstag den ganzen Tag getestet, was man so alles machen kann. Und ich kenne mich ja mit Camtasia Studio ganz gut aus, das nutze ich seit Jahren. Darum hat mich brennend interessiert, ob es denn hier ein vergleichbares Produkt gibt, das um einiges günstiger ist und ob man da Vergleiche anstellen kann, das hat mich einfach interessiert, darum habe ich mir dieses VideoMotion Pro gekauft und ich muss gleich sagen, von den Funktionen ist es gegen Camtasia Studio 8 doch stark eingeschränkt. Also das soll jetzt nicht heißen, dass man hiermit nicht wirklich gute Videos machen kann, absolut nicht, dass das nicht in den falschen Hals kommt, aber vergleichen kann man es trotzdem absolut nicht und ich werde immer ein bisschen versuchen, hier eine ehrliche Meinung abzugeben. Ich möchte das Programm auf keinen Fall schmälern, aber ich möchte auch niemals sagen, das ist jetzt das gleiche wie Camtasia Studio, nur um einiges billiger. Also so soll's auf keinen Fall hier rüberkommen. Gut, ich muss jetzt mal grundsätzlich sagen, wenn ich jetzt mein Tutorial beginne vom Download weg, das hat circa 3 Minuten gedauert, dann war das Programm nach dem Kauf heruntergeladen und fertig installiert. Der Einstieg ist ganz, ganz leicht, also da war ich schon das erste Mal sehr, sehr positiv überrascht, denn das kann ab und zu dauern oder schwierig sein. Absolut kein Problem mit diesem VideoMotion Pro, also das kann wirklich jeder, auch ohne Englischkenntnisse, kinderleicht. Ja, ich habe jetzt hier mich schon das erste Mal das Programm aktiviert. Das geht ganz einfach, indem man auf den Desktop-Button klickt, den man gleichzeitig erstellt bei der Installation. Und dann ist man hier schon drinnen, man muss sich hier weder irgendwo dann einloggen oder so, einfach ein Klick auf diesen Button, dann ist man hier, wo ich dieses Tutorial jetzt hier beginne. Dann sehen wir hier drüben, ich fange jetzt einfach mal ein bisschen mit den Funktionen an, Create New Project, das heißt, wenn Sie ein neues Projekt anfangen möchten, einfach da draufklicken, dann kann man hier den Namen einfügen und dann kann man schon losstarten. Dann geht es hier weiter mit Open Project und Save Project, das heißt, wenn man ein Projekt nicht gleich abschließt, weil man das eben weiter bearbeitet, wenn es vielleicht ein bisschen aufwendiger ist und länger dauert, dann kann man das eben hier zwischenspeichern und wieder öffnen mit diesen zwei Punkten.
Dann Import Media, das ist jetzt mal der allgemeine Import. Da kann man zum Beispiel ein Video, das man mit dem Handy erstellt hat oder mit einer Kamera erstellt hat, das kann man hier einfach importieren und weiter bearbeiten. Dann geht es hier schon weiter mit Render-Video. Rendern macht man dann ganz am Ende, wenn es so fertig ist, wie man das möchte. Dann erstellt man eben hier damit die MP4-Datei, die man dann bei YouTube, Facebook oder so weiter hochladen kann. Dieser Button ist dann für einen direkten YouTube-Upload. Das nutze ich eigentlich nirgends. Diese Funktion gibt es öfter mal wo, aber ich lade das dann immer von meinem Computer direkt auf YouTube hoch oder auf Facebook. Hier kann man dann noch einige Einstellungen vornehmen bei den Settings. Und hier unten ist der Punkt, wo man eben diese Bildschirmaufnahme machen kann, diese Screen Capture. Das machen wir dann alles in weiteren Tutorials noch. Und hier kann man dann direkt ein Webcam-Video von sich aufnehmen und gleich hier dann in der Timeline bearbeiten. Das sind mal die Funktionen hier drüben links. Dann sieht man hier den Vorschaubildschirm und hier drüben die Medienauswahl. Damit man sich das besser vorstellen kann, importiere ich jetzt hier mal gleich ein Video rein, das ich mit meinem Greenscreen und mit meinem Handy aufgenommen habe. Das lade ich jetzt hier einfach mal rein. Sie sehen, das habe ich jetzt hier importiert. Hier drüben im Media-Auswahlfenster wird es gleich hier rein importiert. Und wenn ich das jetzt hier per Drag und Drop nehme, da auf die Timeline runterziehe, dann sehe ich es hier sofort in der Auswahl. Da sieht man jetzt nur mal mein grünes Tuch und hier unten in der Timeline die Spur. Dann gehe ich jetzt hier oben noch ein bisschen weiter. Also hier sieht man die Media-Auswahl. Hier drüben kann man dann das Audio bearbeiten. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, einen Text einzufügen. Das werden wir dann alles noch machen. Dann Lower Thirds, das zeige ich dann auch am besten mal vor. Da kann man eben zum Beispiel seine Webseite mit einem schönen Banner einblenden, wenn man das Video beginnt zu sprechen. Das können wir dann in weiteren Tutorials alles noch machen. Dann gibt es hier die Greenscreen-Funktion, wenn ich das Grün entfernen möchte und andere Hintergründe einfügen. Also auch das geht hier ganz gut. Und dann hat man noch weitere zwei Möglichkeiten, Intros und Outros einzufügen. Das zeige ich dann auch noch in einem eigenen Tutorial. Also die Funktionen sind hier richtig gut und da werden wir uns dann noch damit beschäftigen. Jetzt geht es hier aber mal weiter mit der Timeline. Das möchte ich in diesem Tutorial jetzt noch zeigen. Ganz kurz mal, wenn ich hier auf Play gehe, dann bekommt man gleich eine Vorschau. Dieser Schieber erscheint. Den kann ich dann auch manuell mit der Maus einfach hin und her ziehen. Ich kann dann gewisse Teilbereiche markieren, indem ich hier einfach entweder links oder rechts diesen Regler nehme. Dann kann ich das hier rüberziehen und zurück und dann auch schneiden. Zeige ich gleich noch. Dann hat man hier unten die Möglichkeit, die ganze Spur länger und kürzer zu machen. Das hat eben den Sinn, dass wenn man etwas genauer wo abschneiden möchte, das geht ja ab und zu ziemlich heikel hier, dann tut man sich leichter, je länger diese Spur hier unten ist. Weil einfach dann die gleiche Distanz, die man hier schiebt, auf einen kürzeren Bereich trifft. Das heißt, ja, da kommen Sie drauf, wenn Sie das mal versuchen. Ich möchte jetzt hier eins machen, damit Sie das sehen, hier wo dieser Ausschlag beginnt, hier wo wo dieser Ausschlag hier ist, da beginne ich zu sprechen, da beginnt das Video wirklich und das vorher, das möchte ich jetzt abschneiden, denn diesen Bereich hier, wo kein Ausschlag ist, den brauchen wir nicht. Darum ziehe ich jetzt hier einmal das zu Beginn des Ausschlags und hier gehe ich, nein, okay, jetzt mache ich zuerst noch was anderes, jetzt ziehe ich mir mal die ganze Spur hier, das weit darüber. Das geht per Drag and Drop und jetzt sehe ich hier das Ende schöner. Jetzt ziehe ich das hier einfach übers Ende raus. Dann klicke ich noch einmal in diesen markierten Bereich. Wenn ich jetzt hier auf die Schere gehe, dann schneidet mir das Video Motion Pro bereits aus. Ich klicke jetzt hier drauf. Schon ist es weg und Sie sehen, das Video beginnt jetzt genau hier, wo auch der Ausschlag beginnt. So. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe, dann sehen Sie, beginnt das Video jetzt genau hier, wo ich zu sprechen beginne. Jetzt klicke ich nochmal drauf.
Achso, okay, das konnte jetzt nicht funktionieren. So. Jetzt. Jetzt sieht, das funktioniert. Wenn man, das ist jetzt auch noch ein kleiner Tipp, wenn man das eben, das war das, was mir jetzt passiert ist, wenn man diese Regler markiert, eben auseinandergeschoben hat und markiert hat eine gewisse Stelle und man möchte es wieder rückgängig machen, dann einfach auf Escape klicken, dann kann man es wieder einheitlich verschieben. Das war jetzt das Problem, das ich jetzt gerade hatte, weil die nicht ganz eingerastet waren aufeinander, diese zwei Dinge. Also einfach, dass sie rüberschiebe und klicke Escape, dann kann ich es wieder gesamt schieben und so kann ich jetzt auch das ganze Video wieder abspielen. Das war jetzt dieser Punkt. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt mal über den grundsätzlichen Überblick und ja, die Timeline, wie man das schneiden kann. Ja, das war es jetzt eigentlich schon zu diesem ersten Tutorial. Wer diese Software jetzt erwerben möchte, das können Sie machen, indem Sie einfach auf den Link unter diesem Video klicken. Dann kommen Sie auf die offizielle Verkaufsseite. Wie gesagt, geht ganz einfach dann zu kaufen und zu downloaden, auch wenn es Englisch ist. Aber echt kein Problem. Ja, das war es jetzt mal zu diesem ersten Tutorial. Wir sehen uns dann im nächsten.